Tja, Kuckuck, da bin ich wieder. Eben hatte mein Rechner einen richtig schönen, miesen Crash gehabt. Den hatte ich erst vor kurzem bei Contraband Police in der Folge, bei der ersten Folge. Und laut Ereignisanzeige ist das ein Treiberfehler von Nvidia. Ich habe die RTX 3090 drin und der vorletzte Treiber, der war wohl ein bisschen mies gelaunt. Deswegen habe ich jetzt nochmal die benutzerdefinierte Installation gemacht. Das heißt, den alten Treiber komplett entfernen vom System. Der startet dann tausendmal neu und alles ist dunkel und wieder hell und naja. Und jetzt hat er den komplett neu installiert, ne, von Anfang an. Also richtig schön sauber und neu und ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert hat. Deswegen ist das jetzt hier auch so eine Art Testlauf. Ne? Und deswegen sind auch hier alle Teile wieder da, die ich eigentlich gerade eingesammelt habe. Ja, das ist natürlich extrem ärgerlich, gerade für mich, der hier so ja, viel Content produzieren will, sofern er Zeit hat dafür. Und das ist natürlich extrem ärgerlich. Naja, schauen wir mal, ob es jetzt läuft. Wenn nicht, dann gute Frage, nächste Frage. Muss ich mal gucken, was ich mache. Es ist nicht bei allen Spielen. Komischerweise ist das nur bei so kleinen Produktionen hier, wie zum Beispiel Ship Graveyard Simulator oder Contraband Police. Bei anderen Spielen habe ich das eigentlich nie. Und deswegen ist das auch recht ärgerlich. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Mal gucken, wie das weiterläuft jetzt hier. Wenn nicht, muss ich halt nochmal einen uralten Treiber raussuchen, mit dem das dann vielleicht besser läuft. Naja, ich weiß es wirklich noch nicht. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich teste es jetzt auf jeden Fall mal weiter. Wie gesagt, den neuen Treiber habe ich drauf. Den aktuellen, da war auch schon wieder ein Update da. Vielleicht ist das schon gefixt worden, das Problem. Ich lasse mich dahingehend mal überraschen. So, komm mal her. Nein, was machst du denn? Oh, du bist aber auch ein Schussel. Vielleicht ist ja doch mehr kaputt gegangen, als ich dachte. Ach, das ist ja auch interessant. Okay. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Na? Ich lasse es unkommentiert im Raum stehen. Ihr könnt euch ja eure Meinung dazu bilden. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eigentlich vorhin hier drin, aber lasst mich erstmal nochmal kurz hier oben alles durchgucken. Ach Leute, es ist einfach wieder mal, es ist einfach wieder ein Traum, ne? Also wenn die Hardware nicht funktioniert, dann wisst ihr schon mal von Grund auf. Na, ich will mir jetzt aber auch keinen neuen Rechner kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Die Dinger sind ja richtig teuer und ich verdiene mit YouTube leider kein Geld. Also noch nicht. Das wird sich vielleicht mal irgendwann ändern, aber bisher ist es so, dass ich damit halt noch kein Geld verdiene. Und deswegen kann ich das auch nicht in neue Hardware investieren, was ich sehr gern tun würde. Aber leider. Naja, jammern auf hohem Niveau. Schauen wir mal, wenn alles gut läuft, ist ja alles gut. Von daher, naja, ich lasse mich mal überraschen, wie es jetzt hier weitergeht. So viele schöne Bettchen hier drin, sag mal. Das wird ja schon wieder ein Traum hier drin, komplett auszuflippen. Da werden wir so oft den Hammer schwingen hier drin bei dieser großen Bude. Ja, und ich werde mich wirklich als erstes darum bemühen, da vorne die ganze Spitze abzuprügeln. Aber wie gesagt, ich wollte halt erstmal reingucken hier in die ganzen Räumlichkeiten, wie es denn hier drin eigentlich aussieht. Das hat man vorhin schon mal alles weggeräumt. Räumen wir es halt nochmal weg. Ja, natürlich hat er den Spielstand nicht genommen oder irgendwie gespeichert, war ja klar. Apropos speichern. Ah, pass mal auf. Machen wir das so? Falls es wieder dazu kommt. Haben wir zumindest schon mal ein bisschen was weggeräumt. So sieht's so aus. Ach Leute, ist das schlimm. So, und euren Tipp werde ich diesmal berücksichtigen, dass ich die Tür nicht sprengen muss, sondern ich kann die auch ausbauen. Oh, schau mal, hier ist ja alles voller Strom. Mach mal aus hier. War's das schon? Na, herrlich. Das hat ja wieder funktioniert. Oh, was ist denn das hier? Ein Lautsprecher, okay. Ach, hier ist auch ein schöner Durchgang. Dann nehmen wir doch gleich den hier. Zack. Haben wir denn schon irgendwas vom Auftrag? Oh, Stühle haben wir schon fast voll. Siehst du mal. Ich habe Stuhl. So. Na, hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Was ist das denn? Oh, na, die haben ja alles hier. So, der Rechner pustet wieder unterm Tisch. Alles normal. Ich habe luftgekühltes System. Deswegen wird es auch im Sommer immer sehr romantisch bei uns in der Wohnung. Ich habe extra luftgekühlt genommen, weil ich weiß ich nicht, habt ihr da Erfahrung? Luftgekühlt oder wassergekühlt? Ich meine jetzt wirklich Erfahrung, nicht ich habe gehört, sondern habt ihr ein System,
zu Hause das Wasser gekühlt ist und mit dem ihr so gar keine Probleme habt, schon seit vielen, vielen Jahren. Weil ich habe mal gehört, dass man die Systeme auch warten muss. Das heißt, naja, bei einer luftgekühlten Geschichte, da musst du halt einfach nur mal ab und zu aussaugen, ein bisschen auspusten und das war's. Aber bei wassergekühlten Systemen, da ist das so, dass man die ab und zu mal nachfüllen muss, ne? Weil da Wasser auch verloren geht und so weiter und so fort. Ist das so, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Denn irgendwann steht ein neuer Rechner ins Haus, muss. Und ja, von daher würde mich das halt einfach interessieren, ob ich wirklich ganz gemütlich auf eine Wasserkühlung umsteigen könnte. Was natürlich besser fürs System wäre. So, wo waren wir stehen geblieben? Oh, hier gibt es Waschmaschinen ohne Ende, Leute. Hier ist Ausverkauf. Ist ja wie bei Bosch hier. So, da waren wir schon. Hier haben wir auch alles leer, aber ich weiß, es gibt bestimmt noch viele Räume, die ich noch erkunden muss. Okay, hier haben wir alles soweit. Och je. Das ist ja komplett dicht hier, ne? Könnte man vielleicht direkt von der anderen Seite rein. Hier, einfach hier durch, wisst ihr? Oh. Strom aus, direkt durchs Fenster. Ist auch nicht schlecht. Ja, können wir doch von hier rein, ne? Da brauchst du ja gar nicht viel sprengen. Hier dasselbe in grün. Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Dann vermutlich mit der Treppe nach oben. Oder haben wir hier hinten noch... Oh, hier ist ja noch mehr. Ach, herrje. Ach, herrje. 180 und hier haben wir gleich direkt einen Durchgang. Das ist immer gut. So schlimm finde ich es ja gar nicht, ne? Hallöchen, was haben wir denn alles hier? Immer denselben Standardkram, aber den brauchen wir auch. So, 97 Kilo. Das haben wir schon gesehen. Hier drüben ist nur eine Wand. Okay. Da gehen wir mal eine Etage höher, einfach mal um zu gucken. Du Heimatland. Hier sieht's aus, Leute. So ein Haufen Kram. Ich trage zu viel. Komme ich hier durch? Nö. Verdammt. Muss ich nochmal von unten gucken, ob es da... Ich glaube, da gibt es keinen Durchgang. Ne, nee, da ist alles dicht da oben. Hopsi. Ja, da haben wir doch schon vier Stühle. Zumindest mal vier Stühle vom ersten Auftrag. Na, immerhin. Wir könnten mir gleich mal einen Durchgang schaffen hier oben, glaube ich, ne? So, komm mal her. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Einfach hier gerade durch. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf hier. So ein Haufen Kram. Nö, da komme ich nicht durch. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir gleich mal durchhämmern. Nur erstmal für den Anfang, wisst ihr, erstmal zum Leerräumen hier. Am besten... Schau mal, warte mal, ich schau mal. Weil das hier oben hilft uns ja nicht viel, ne? Nee. Das hilft uns nicht viel. Komm her, Papier, bitte zu mir, Papier. Ach, wie schön. Oh. Verteilerkasten. So, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Direkt hier durch. Das können wir doch. Da sind wir doch Profis drin. Och nee, schaut euch das mal an, die Nieten. Ach du Heimatland. Das sind super Nieten. Die sind aus Titan, die Dinger. Oh, er hat gespeichert. Das ist gut. Ich glaube, da werden wir ganz schnell den Hammer upgraden müssen. Ganz zu schweigen von den Flex-Geschichten. Ach, du Heimatland. Da haben wir schon einen guten Hammer. Also, das wird ja hier... Ich befürchte, das wird eine ganze Extra-Staffel, dieses Schiff. Wahnsinn. Okay, hau mal dagegen hier. Kloppen wir das gleich weg hier. Da haben wir vielleicht gleich schon einen Durchmarsch direkt geschaffen. So. Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di. Gleich sehen wir Sonnenschein. Pass auf.
Boah, ich muss dann schauen, was so ein Hammer-Upgrade kostet. Ich glaube, das wird uns das Portemonnaie aus der Tasche von schon freiwillig ziehen. Komm mal raus da. Noch nicht? Ah, nee. Einer geht noch. Mensch, Leute. Nee, ist noch ein Durchgang. Okay. Danke für nichts. Egal, komm, wir schleifen. Ach, du Heimatland. Ach, du Heimatland. Also Schleifer und Hammer. Das ist der Hammer, Leute. Junge, Junge, Junge. Komm, du kommst auch noch mit hier und dann gucken wir mal, aber ich glaube. Aber ich denke, wenn wir die Spitze abgefertigt haben von... Auch wenn es hart und mühselig wird, dann sollten wir uns das locker leisten können. Schauen wir mal. So, hauen wir weg hier. Du trägst so viel. Jawohl, ich trage so viel. Gehen wir nochmal runter. Schmeißen wir das schnell rüber. Haben wir ja auch schon ein bisschen Metall, ne? Zack. Können wir doch gleich hier durchgehen, oder? Das haben wir doch akkurat schon gelöst hier. So, pass auf. Haben wir das einfach mal hier weg und hoffen, dass nichts von oben nachkommt. Das wäre natürlich ungünstig. Ich habe schon wieder einen Schluck auf. Hat mich schon wieder aufgeregt jetzt gerade. Das finde ich halt immer so schade, dass die halt nicht selbst erstmal ihre eigenen Treiber so richtig gründlich prüfen, bevor sie die rausschmeißen. Und diese neuen Treiber, die haben allesamt mit der RTX 4090 zu tun, die ich natürlich nicht habe. Und das ist halt immer sehr, sehr traurig. Da wird halt alles dort supportet, die neuesten Grafikkarten sofort super und hin und her, obwohl die vielleicht gerade mal 2% aller Anwender haben, ne? Dann werden halt auf die alten Grafikkartentreiber die neuen Sachen draufgepatcht und gemacht und getan. Und im Endeffekt hast du dann nur Probleme mit den alten Karten. Das sind alte Karten, ich meine, die ist 3 Jahre alt, die hier drin ist. Da kann man jetzt nicht wirklich von alt sprechen, ne? Aber trotzdem, Nvidia hat natürlich da Lust und Laune, immer wieder kräftig rauszuhauen und dass ihr dann alle kräftig in die Tasche greift und euch die neuesten, tollsten Grafikkarten holt. Wenn so ein Ding mal 1500 Blöcken kostet, ne? Ich meine, das ist genauso teuer wie ein Gaming-Laptop. Die Grafikkarte, die jetzt bei mir drin ist, die hat damals, ich glaube, 2000 gekostet. Ja, und das ist schon richtig heftig. Also das ist viel Holz. So. Und das muss erstmal verdient werden, oder? Ne? Da muss eine Oma lange für stricken. Es ist halt Wahnsinn, was da momentan passiert. Und auch die Hardwarepreise, die schießen im Moment wieder nach oben. Also jetzt einen neuen Rechner kaufen. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist oder ob es gerade noch geht. Oder man sollte vielleicht doch bis Weihnachten warten. Für alle, die das vorhaben zumindest. Das ist schon alles echt irre. Und obwohl eigentlich die besseren Spiele, die aktuell am meisten Spaß machen, zumindest aus meiner Sicht Spiele sind, die da auch mit dem Nintendo Switch spielen könntest, auf Deutsch gesagt. Na, ihr wisst, was ich meine. Es wird rausgeballert, wie blöd. So, da haben wir doch ein Loch. Aber ich befürchte, das reicht nicht, ne? Ja, da knallen wir da dagegen. Ach, blöd. Blöd. Schön treffen. Nicht, dass die Community wieder schimpft. Komm, räumen wir mal weiter auf hier. Da habe ich zwar einen Durchgang, der nützt mir aber nichts. Oder soll ich lieber hier einen Durchgang machen? Das wäre vielleicht... Ach komm, wir müssen hochgehen. Ich muss ausräumen. Sonst kriegen wir Probleme. Dann gehen Sachen verloren, die wir vielleicht für einen Auftrag brauchen. Von daher, blöd. So, hier haben wir noch Scheißhäuser. Pack mal ein. Waschbecken brauchen wir natürlich auch. Wie viel haben wir? 130 Kilo. Ui, ist ja auch schon wieder. Okay. Leute, da hätte ich schon Lust zu sprengen. Ganz ehrlich. Kommen wir dann auch nicht durch, ne? Oder? Sag mal was. Komm. Wir hauen uns mal hier durch. Ich glaube tatsächlich, oben ist auch noch ein bisschen viel Kram über uns. Da ist ja, glaube ich, noch eine Etage.
Und da haben wir noch gar nicht den Keller angeguckt. Ei, 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 ei. So, also Rechner läuft aktuell stabil. Ich hoffe, das bleibt so. Und dass sich an der Grafik jetzt nichts verändert hat, keine Ahnung. Müsst ihr dann entscheiden. Und ich glaube nicht. Wie gesagt, falls ihr das Problem habt, ist das GPU 100 der Fehler. Heißt irgendwie so. Oh, ich trage zu viel. Das liegt eindeutig am Grafiktreiber. Komme ich hier ran? Ja. Schwubbele. Da einfach bei Nvidia auf nicht auf Express-Installation gehen, sondern auf Benutzerdefinierte. Und da fragt ihr euch irgendwann, willst du den alten Grafiktreiber komplett entfernen und neu installieren? Und da ja klicken. Ich hoffe, es bringt was, wenn nicht. Boah, werdet ihr es ja merken in meinen Let's Plays. Schwubbele. Und ich habe noch 2196. Okay, naja. Oh, hier ist was los. Na Junge, Junge. Machen wir mal einen Screenshot. So, alles rausräumen. Hier ist ja wichtigste, dollste Materialien hier drin. Ein Stühlchen. Ich habe schon wieder Stuhl. Komme ich hier ran? So. Geht das, geht das, geht das, geht das? Wollt da runterrennen? Jetzt wäre ja blöd, ne? Komm mal herum, gleich die Tür mit raus hier. Oh, hier. Der Aufenthaltsraum des Captains, oder was? Sehr schön. Nehmen wir mit. Oh. Hier fahren die Affenpanzer. Kriegen wir die Uhr noch mit? Die kriegen wir noch mit. Wunderbar. So. Ah, hier kommen hier noch eine Etage. Die Uhr nehme ich auch noch mit. Oh, hier alles voll, alles voll, alles voll. Was ist das hoch? Okay, dann gehen wir gleich hier durch. Komm, egal. Nein, falsch. Sammel alles ein hier, was hier rumliegt. Was wir haben, haben wir. Ein Haufen Zeug. Du, ich hole mir gleich Sprengstoff. Du wirst es sehen. Hallo? Okay, die Dartscheibe ist wohl Inventar. Zum Abfracken. Geht's noch höher. Boah. Da sind wir jetzt dann gleich 50 Meter hoch. Ich habe Höhenangst. Ach, das nenne ich mal einen Kahn. So, 127. Okay. Okay. Ne, hier werden wir uns gleich direkt durcharbeiten. Zack. Dass das nicht heile unten ankommt, ne? Das ist klar. So, pass mal auf. Da gehen wir nochmal hoch. Komme ich hier irgendwo hoch? Sollte man ja eigentlich, ne? Und da drüben. Was eine miese Geschichte. Pass mal auf. Egal. Wir gehen mal hier durch. So. Das wäre doch gelacht. So. Ja. Spiel gespeichert. Ich danke dir, liebes Spiel, für diese Speicherung. Da, 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 da. Komm, hau mal dagegen. Nimm das gleich mal mit. Gehen wir weiter gerade durch hier. Wir haben ja die Macht dazu. In unseren Händen. Aber ich kriege wirklich immer nur ein so ein Ding weg pro Schlag. Das ist ja wirklich... 2, 4... Was ist das? Stufe 6, der Hammer? Was machst du denn hier mit dem Standardhammer? Guckst du ja quasi der Katze in den Arsch? So, gleich sind wir drin hier in der Kajüte vom Captain. Aber das Bett ist noch frisch bezogen. Könnten wir uns gleich reinlegen und ein bisschen mitschlafen.
Ach, wie schön. Das sieht aber wirklich kuschelig aus. Wir schauen uns das gleich an. Upsi, ruhig bleiben. Nein. Hallo. Oh. Ah, wie schön. Geht auch nicht. Schaut euch das mal an. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch kuschelig aus. Mit dem Ausblick hier. Hm? Wenn du hier rausgehst früh, am Morgen mit der Tasse Kaffee in der Hand und auf das weite Meer blickst. Es ist schön, Leute. Es ist schön. Komm, hier ist das Klo vom Captain. Des Captains Klo. Oh, der hat auch nur ein Standard-Klo, ne? Der hat auch nichts Besonderes. So, 164 Kilo. Kriegen wir das noch mit? Jawohl, das kriegen wir noch. So. Zack. Aber das ist dann schon wirklich ausgereizt, die Entfernung. Absolut. So. Das haben wir erledigt. Jetzt nehmen wir das Bettchen mit. Des Captains Bett. Sehr gut. Das geht wirklich nicht durch, ne? Also pass auf, wir werden einfach die Tür rauslexen. Ihr habt gesagt, das funktioniert. Das wird jetzt getestet. Da stand nämlich drin, du musst die Türen gar nicht sprengen. Okay, ich hab's verstanden. Ich teste das. Und wehe, ihr habt mich angelogen. Aber dann, Leute. Aber dann komme ich zu euch nach Hause. Und dann könnt ihr was erleben. Ach, hier bist du verrückt. Aber verrückt muss ja nicht schlecht sein, ne? So. Denn wenn die ganze Welt verrückt ist, da können wir das auch sein. So, komm mal her. Genau, da sind die Dinger zum Rausümmeln. Machen wir gleich. Ich brauche noch ein bisschen Platz. Ne? Ich brauche ein bisschen Platz hier. Nicht, dass mir was auf die Füße fällt. Ne? Ich brauche ein bisschen Rückzugsort. So. Sehr gut. Das Bild war doch... Naja, egal. So, pass auf. Wir machen doch gleich hier weiter. Das sind wirklich viele Hämmerschläge. Im Gegensatz zum ersten Schiff, wo wir nur zwei gebraucht haben. Unite. Aber wir mussten uns ja gleich den schwersten Kran von allen aussuchen hier. Mensch, Mensch, Mensch. So, gleich geht's los, Leute. Gleich flexen wir das Ding raus. In stundenlanger Kleinarbeit. Wir kriegen das schon hin. Dun, 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 dun. Siehst du mal. Herrlich. So, Flexi-Maxi raus. La 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 la. Schlong. Das ist alles so schön. Nehmen wir das auch gleich mit. Da haben wir die ganze Wand weg. Vielleicht kommt ja von oben was nach. Ich weiß, ich sollte es nicht machen. Ich habe es gelesen, aber es macht einfach so viel Spaß. Dann lasst es mich doch bitte machen. Also wenn es nach mir ginge, ich würde unten komplett alles entkernen und dann würde ich links und rechts alles abschleifen und würde ich einmal mit dem Hammer draufhauen und dann wäre die ganze Scheiße weg. Aber da geht uns ja ein bisschen was verloren. Zack, Tür weg. Das ist gut. Ich drücke herunter, jawohl. Ich habe doch schon gedrückt. Ich bin doch der Drücker vom Dienst. Zack. Schubbeli. So Leute, und mit diesem schönen Anblick verabschiede ich mich aus dieser Folge. Mit meinem Schluck auf. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht. Wenn wir hier entkernen wie die Irren. Da oben liegt auch noch ein Haufen Kram. Alles klar, danke fürs Zuschauen und tschüss.